Heute geht es um Mythen in Videospielen. Und dabei fangen wir an mit Minecraft. Und zwar die Entität 303. Dieser soll laut Berichten von anderen Spielern die Menschen attackieren. Die Entität 303 soll einen weißen Anzug tragen. Anscheinend soll Entität 303 ein Ex-Mitarbeiter von Minecraft sein, der von dem Gründer Notch gefeuert wurde und Rache schwor. Weiter geht es mit GTA 4. Einer der bekanntesten Legenden rund um GTA 4 ist Redman. Der Mythos entstand, als ein Foto ins Internet gestellt wurde. Wenn der Spieler zum Eingang einer U-Bahn in Easton geht, findet er eine seltsame orangefarbene Flüssigkeit auf dem Boden, von der es heißt, es sei Blut. Anscheinend soll das Blut von Redman sein. Auch ein richtig kranker Mythos betrifft die PlayStation 2. Bei diesem Mythos geht es um die Technik der PlayStation 2, denn diese war im Vergleich zu anderen Konsolen viel weiter voraus. Und obwohl sie einen richtig starken Prozessor hatte, war sie wesentlich günstiger als ein vergleichbarer Prozessor. Denn anscheinend hat Saddam Hussein mehrere tausend PlayStation gekauft und mit dem CPU der PlayStation wollte er eine krasse Waffe bauen.